Netflix die Musik spielt, da fällt uns recht bleiben, ne? Von daher ist jetzt wieder der Papa dran. Zack. In diesem Part erwarte ich jetzt aber eine Menge Sternteile von dir, mein Freund. Was willst du fressen? Er will, ja, werden wir sehen, 600 will er essen. 200 mehr als der andere. Hat gereicht. Galaxienverwandlung. Herzlich willkommen zu Mario Galaxy! Wollte ich nur mal sagen. Vielen Dank fürs Einschalten. Viel Spaß beim Zuschauen. Eine neue Galaxie wurde geboren. Yes. Ausbruch der Riesenaale. Als ob. Okay. Also direkt ein weiteres Wasserlevel. Kleine Aale, die den Pinguinen das Leben schwer machen. Mysteriöse Galaxy-Musik spielt. Yes! Oh, man sieht die Atmosphäre dieses Levels richtig geil. Ah, seit diese Riesenaale aufgetauscht sind, können wir keine Fische mehr fangen. Kannst du nicht diese Aale besiegen? Na dann, let's go, Leute. Folgende Wasserkugelbinis, alles klar. Ah, okay. Ein roten Panzer. Ich glaube. Bruh. Als ob, Digga. Bruh. Was will der? Sein Herz? Was? Lol, als ob, Digga. Als ob ich den nicht getroffen habe. Der Level ist ja gemeingefährlich hier. So, da ist das Raumschiff von Captain Toad. Ich werde jetzt den ersten besiegen. Und den zweiten gleich hinterher, wie ich das hier sehe. Soll er mir nur entgegenschwimmen? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich glaube, wir sollen die Kugelwillis einfach dahin locken. So, der zweite erledigt. Da ist er einer. Komm. Jetzt brauchen wir ihn auch nicht mehr. Haben einen Red Shell bekommen hier. Okay, Verfolgung aufnehmen. Hä, wo ist er hin? Willst du mich doch verarschen? Lol. Hier ist er. Wir müssen trotzdem in die Luft. Und dann hinterher hier. Okay, es waren drei Aale. Wir haben drei Aale besiegt und kriegen den Stern. Ja, ganz knackiges Level für den Anfang.
Ihr habt das Gefühl, mit den Red Shells sind wir ein bisschen schneller als mit den Green Shells. Egal. Lasst uns zum Stern schwimmen, welcher beim Schiff auf uns wartet. Yes, jore Leute. Hier ist ein Brief von Luigi. Ich hab den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft dir, mich zu finden. Ach, der Depp hat sich wieder verfangen. Was ist das für ein Ort? Er wirkt vertraut. Ah, bla bla bla, wir kennen sein Gelaber schon. Wir kriegen das Foto und können es in unserem Inventar öffnen. Immer Plus drücken dabei. Ich werde das reinstellen und zeige euch jetzt, wo der Typ ist. Und zwar bei der Kampffelsengalaxie. Ja. Riesenfestung aufgetaucht. Im ersten Level. Ja, durch die Sternfestung kämpfen wir uns hier. Und retten Luigi aus dem Fängen des Bösen. Und die Galaxie, die muss auch wieder aus dem Fängen des Bösen gerettet werden. Wir haben das Schlafzimmer zwar noch nicht gespielt, aber wir werden natürlich als erstes wieder den Boss machen. Ist ja klar. Soll ja abwechslungsreich bleiben, ne? Von daher ist jetzt wieder der Papa dran. Zack. Ohne Gegentreffer hier. Ist eine Übung, weil wir werden das Level eh nochmal ohne Gegentreffer, glaube ich, spielen müssen. Da. Also das glaube ich jedenfalls. Oder es ging hier nochmal um Lila Coins, keine Ahnung. Irgendwann sollten wir auch Lila Coins sammeln. So. Luigi ist unterhalb. Gut. Erstmal das One-Up. Okay. Hier ist er. Der gute Eingesperrt hier. Ich wäre beinahe steckt hier drin. Also, Bruderherz, du hättest ruhig früher kommen können. Ja, du willst den Powerstern. Riecht Rosalina aus, dass ich ihn gefunden habe. Ach, der Arme will immer so viel Fame bekommen. Dabei hat Mario doch den Fame. Ein Greenstern? Genau, von denen gibt es nämlich drei, Leute. Einen roten Stern und drei Greensterne gibt es, glaube ich, in diesem Spiel. Und das ist unser erster Greenstern. Jawohl. Ja. Da wird Rosalina uns gleich auch noch was zu sagen. Oh. Yes. So. Eine neue Galaxie haben wir entdeckt. Siehst so aus, als hättest du einen grünen Powerstern erhalten. Grüne Powersterne haben besondere Fähigkeiten. Wenn du mehr wissen willst, frag den grünen Lummer. Er ist die Personifikation eines grünen Powersterns. Jawohl. Und drei von ihnen müssen wir, wie gesagt, finden. Drei für drei schwere Prüfungen. Wir sprechen ihn einmal an. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich bin ein Wächter der Challenge-Galaxien. Um das Sternentor zu den Prüfungen wieder zu erwecken, wird die Kraft von zwei weiteren Wächtern benötigt. Und zwar das Schwimmland zugute. Oder zu teilen. Und deswegen werden wir jetzt im Schwimmland uns einen weiteren Stern holen, bevor wir hier einfach mal nochmal so den Boss reinklatschen. Die Marinefestung. Let's go, Leute. Die Kuppeln sind als erstes mal für mich so interessant. Yes. Das hier war früher mal eine Wasserfestung, genannt Schwimmland. Aber jetzt ist sie verlassen und wir schieben hier Wache. Willkommen im Schwimmland. Hast du das gewusst? Wenn du das Senkeblei im Wasser zerstörst, steigt der mittlere Turm in die Höhe. Wahoo!
Dampfattacke zum Runtertauchen, Schwimmen mit AB und Y zum Drehen. Das ist eine gute Kombination. So, sammeln die Sternteile ein. Und wir können so viele Sterndreher wie noch nie hintereinander machen. So, komm mal her. Schwimm dagegen. Okay. Ein Glück, dass uns der Sog erwischt hat. Alter, dann direkt den nächsten Greenstern, ey. Heftig. Direkt der nächste Greenstern. Habe ich das eigentlich geschafft, hier wieder reinzufallen? Das ist lost. Also wir dürfen da wohl nicht wieder reinfallen. Okay, okay, okay. Wir werden hier hart verfolgt. So leicht geben die uns nicht das, was wir wollen. Na gut, dann gib mir den grünen Stern hier. Ich denke mal, dass wir den Boss dann doch im nächsten Part machen. Das zieht sich hier nämlich noch hin. Ja. Oh, yeah. So. Ich bin so richtig im Zockerrausch gerade, ne? So. Ab nach Schwimmland. Holen wir uns den nächsten Stern. Und den letzten Stern für diesen Part. Da haben wir wieder einige geholt. Und wieder die Marinefestung. So, wir haben die ja schon angesprochen. Wir brauchen irgendwas, um die Kuppel zu zerstören. Das hier wäre gut. Komm. Yes. Damit fährt die Insel hoch. Geilomat. Süß, wie die Pinguine hier drin schwimmen. Alles klar. Dann los. Erst wird die Sternteile hier geholt. Das sind so kleine Bojen, ne? Gelben Plattformen. So, von dem lasse ich mich hier nicht wegschießen. Und von dem lasse ich mich hier gar nicht runterwerfen. Komm mal her. Yes. Ich muss schon mal ein bisschen... Ich glaube, gescheatet. Aber was ist mit dem hier? Jawohl. Da kam mir ein gutes Stück weiter nach oben. So, aber warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen die Schraube drehen, oder?
Genau, damit das Ganze sich hier bewegt. Okay, aber die Sternteile gibt es erst hier, ne? Okay, auf ihm war eins. Dann mache ich mal einen Rückwärtssprung. Geil. Und bitte, bitte lass keins mehr unten sein. Das ist das Einzige, was ich will. Da ist ein Sternteil. Okay, aber wo ist das letzte? Lost? Aber wir fahren eh ganz runter, okay. Dann ist ja alles klar. Wenn wir ganz runterfallen. Können wir ja nochmal in Ruhe alles absuchen hier, ne? So, da ist das letzte Sternteil. Und ich hätte mich hier noch dumm und dusselig gesucht, ey. Okay. Er verteilt hier seine Laserstrahlen. So wie er lustig ist. Alter, wenn der durchgeprustelt wird, ne? Man sieht so richtig seine Elektro. Man sieht so seine Knochen und alles, Alter. Aber das ist wunderschön hier. Dann ist so der Stern in der Mitte. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Beim nächsten Part bekämpfen wir nämlich wieder den guten alten Bowser.